Nach der Pause gut zurückgekommen. Freue mich, dass Sie wieder hier sind, dass Sie sich wieder einen Platz nehmen, noch Getränke vielleicht auch mitnehmen. Bevor wir über Caring Communities sprechen, und damit begrüße ich auch in diese Richtung ganz kurz einmal alle, die in der Landschaft unterwegs sind und die jetzt den Steiermark-Bezug haben, jetzt in der Steiermark unterwegs sind und sich hier in Graz eingefunden haben in unserem Saal. Jawohl, es gehen da noch Leute durchs Bild durch, das ist gut so. Wir haben knapp mehr als 100 Gäste hier in Graz im Steiermarkhof und ja, die nehmen jetzt auch wieder Platz, um am nächsten Vortrag dabei zu sein. Eine, die inhaltlich verantwortlich für das Ganze ist, ist Hofrätin Alexandra Nagel, Leitung der A6-Fachabteilung Gesellschaft. Und wenn du jetzt einmal ganz kurz so replizierst, wir haben den Einstieg gehört, haben schon sehr spannende Themen gehabt. Wie geht's dir jetzt damit? Also ich muss sagen, gerade der letzte Vortrag, glaube ich, zeigt relativ gut, wie die Situation von Frauen auch sein kann. Und das Schöne irgendwie, trotz dieser Dramatik auch in diesem Vortrag und wie das sozusagen auch geschildert wurde, das, was der Realität entspricht, dass wir mit der Alice Cambo, die da vorne sitzt und eine Vortragende sein wird, genau in diese Richtung arbeiten. Wir unterstützen, fördern zwei Projekte, also ein Projekt Parent und ein Nachfolgeprojekt, Father's Rock heißt es, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es genau darum, wenn ich Männer in eine Care-Arbeit bringe und sehr viel mit Kindern und mit anderen Dingen konfrontiere und früh da einsteige, dass das massiv Gewalt verhindert. Und das sind die gewaltpräventiven Projekte, die wir letztendlich brauchen. Und das hat sich irgendwie da jetzt nahtlos ange. Und an das habe ich müssen denken, dass wir da ganz in die richtige Richtung unterwegs sind. Auch in die richtige Richtung unterwegs sind. Ich spreche jetzt noch einmal unsere Plakatwand da hinten an. Auch da bitten wir, dass Sie uns unterstützen mit Wir brauchen Equal Care und ich stehe für Equal Care, also auch ausfüllen und draufhängen. Auch da wollen wir schauen, dass wir möglichst breit aufgestellt sind und das war ja auch der Zugang jetzt zu diesem Thema heute. Genau, also unser Ziel für heute war auf alle Fälle auf der kommunalen Ebene, aber auch Unternehmensebene und auf der strukturellen Ebene. Das hat sie auch im Vortrag gut angesprochen. Wenn wir nicht an den Strukturen arbeiten, die wirklich das sozusagen befördern, dann werden wir nicht weiterkommen. Und deswegen war es uns wichtig, wir haben auch Gemeinden da, wir haben quasi familienfreundliche Unternehmen da und das rund 30 Marktstände. Ich denke mal, das ist so viel, da sind wir richtig glücklich, dass wir so viele Leute gewinnen konnten. Und ich möchte jetzt die Zeit nützen und mich wirklich zu bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein neues Format, dass da so viele mittun. Möchte mich bei den Teilnehmerinnen bedanken, draußen an den Marktständen, bei den Vortragenden, letztendlich beim Interact, mit denen wir schon lange quasi eine gute Verbindung haben und natürlich auch bei den Podiumsteilnehmerinnen, die dann am Nachmittag kommen, die auch wichtige Diskussionsbeiträge liefern werden und letztendlich auch beim deutschen Team. Also die haben uns richtig gut unterstützt. Das war ja nicht selbstverständlich, nachdem wir das erste Mal dabei sind und ich glaube, das war gute Zusammenarbeit. Und last but not least bei meinem Team, beim Referat von der Frau Magistra Koller, die da alle jetzt heute alle da sind, alle Verfügbaren zumindest da sind und die das alles gestemmt haben und organisiert haben. Also das finde ich ist schon eine wirklich tolle Sache. Das verdient einen Applaus an mein Team. Einen Applaus, den wir auch in die Landschaft schicken, hinausschicken. Was sind so die Programmpunkte, wo du sagst, das ist etwas, worauf du dich auch schon heute freust, dass das heute hier über die Bühne gehen wird? Also ich freue mich auf die Vorträge, weil die sind wirklich spannend und ich freue mich aber auch auf diese Cyberlandschaft, wo man wirklich auf, also ich finde, das ist eine geniale Idee, dass man sozusagen mit einem Avatar sich andere Dinge anschauen kann und das, worauf ich mich auch freue, dass wir voneinander ganz viel lernen können. Also ich habe da in dem ersten Einstieg, habe ich mir schon drei Dinge notiert, die wir dort uns abkupfern können. Man muss nicht alles neu erfinden und ich glaube, dieses voneinander Lernen ist einfach ein zentraler Punkt hier. Mhm. Also du sagst, lustig, ich habe mir Care-Biografie notiert, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist der cool, nicht jeder hat so seine Biografie und denkt sich nur, schaut mal, was man so alles irgendwie in seinem Lebenslauf unterbringt. Eine Care-Biografie finde ich echt absolut cool und wichtig, weil ich glaube, das sagt auch sehr viel über Menschen aus, die jetzt von mir aus auch auf Berufssuche sind. Genau so ist es. Ich danke dir fürs Erste. Danke. Und damit starten wir jetzt mit Professor Magister Dr. Klaus Wegleitner und den Caring Communities. Mitdiskutieren, das wollte ich jetzt auch noch sagen, kann man hier im Raum natürlich ganz einfach nach dem Vortrag mit Handzeichen. Wir kommen mit dem Mikrofon zu Ihnen, holen Ihre Frage ab und die Diskussion wird hier live stattfinden. Mitdiskutieren kann man auch
über die Landschaft. Auch da gibt es die Funktion, Fragen zu stellen. Und wir haben hier dann ein eigenes Chatfeld am Laptop offen und da können Sie uns Fragen auch in die Steiermark schicken und auch diese Fragen werden wir dann natürlich von der Bühne aus beantworten in Richtung der Landschaft. Somit sind wir auch beim ersten Programmpunkt, der da inhaltlich auch aus der Steiermark kommt und eben Caring Communities, eine sorgende Gesellschaft, das Ringen um mehr Care-Gerechtigkeit für ein gutes Leben und das Ganze auch noch für alle. Dr. Klaus Wegleitner ist Soziologe und Sorgeforscher am Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung an der Uni Graz. Darüber hinaus ist er Vorstand von Sorgenetz, einem Verein zur Förderung gesellschaftlicher Sorgekultur in Wien, widmet sich der Fragen der gesellschaftlichen Entwicklungs- und Transformationsbedürfnisse, die es auf jeden Fall jetzt gibt, von Gesundheitssystemen, Solidaritäts- und Sorgenetzen. Mit einem Applaus begrüße ich Sie recht herzlich und darf gleich einmal die erste Frage stellen. Braucht es diese Caring Communities? Gibt es sie schon? Was ist Ihre Antwort dazu? Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag hier im Steiermarkhof. Guten Tag natürlich auch nach Bonn, Berlin, Tschechien, Italien vielleicht. Darf mich wirklich ganz herzlich bedanken, Frau Nagel, Frau Bogner-Strauß, eben auch die Landesrätin, Frau Koller, Frau Innerhofer-Eibel, dass Sie sozusagen das so großartig organisiert haben und auch für die Einladung und die Möglichkeit mir geben, ein paar Gedanken zu teilen, die mich beschäftigen mit der Frage, inwieweit Initiativen wie Caring Communities-Initiativen, die jetzt aus allen Richtungen sich irgendwie entwickeln, vielleicht dazu beitragen könnten, eben in Koalition mit diesen schon genannten Care-Bewegungen zu mehr Care-Gerechtigkeit beizutragen, alltagssolidarische Kultur zu stärken und vielleicht auch die Frage zu stellen, wie sich im Großen die gesundheits- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen verändern müssten. Ich würde gern damit beginnen, so mit Blick auf das Programm und die Akteurskonstellation, die an den Marktständen und auch hier im Raum ist, was dieses Programm in mir ausgelöst hat, weil ich denke, dass die Frage, inwieweit Caring Communities da hineinwirken kann, dann vielleicht nochmal deutlicher wird. Im zweiten Schritt würde ich dann ein paar, kann man sagen, Gedanken teilen, die mich und Kolleginnen in der Umsetzung solcher Projekte beschäftigen, um dann vertiefend auf ein, zwei ganz konkrete Best-Practice-Beispiele einzugehen, durchaus in den Dingen, die vielleicht gelungen sind, aber auch in den Fragen und Inhalten, die vielleicht auch herausfordernd und noch nicht geklärt sind, um abschließend dann auch nochmal zu resümieren. Beginnen würde ich jetzt ganz gern so mit dem Blick, was hat dieses Programm in mir ausgelöst. Ich denke, das Besondere dieses Equal Care, der ist insgesamt international, wie vernetzt er gestaltet ist, aber auch wie vielfältig hier im Steiermarkhof die Landschaft, die Akteurinnen, die Themen abgebildet sind, ist es besonders, dass Care, die Sorge, in der gesamten Breite und Tiefe abgebildet wird. Wir haben natürlich ins Zentrum gestellt die Frage, wie Bedingungen ausschauen müssen, damit Care-Reproduktionsarbeit wertgeschätzt auch finanziert wird, dass sich Lebensbedingungen radikal verändern. Aber über die Marktstände und Initiativen haben wir Aufmerksamkeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir fragen nach solidarischer Alltagskultur. Wir haben eine Aufmerksamkeit dafür, dass auch Unternehmen, Organisationen im besten Fall sorgend sein können und sich Gedanken machen müssen, wie Care- und Arbeitszeiten vereinbar sind. Wir haben ökologische Perspektiven, also auch der Bezug zur Umwelt spielt eine große Rolle. Neue Wohn- und Lebensformen, generell die Frage, wie sich Sorge- und Kommunikationsräume in der Gesellschaft gestalten. Und wenn man auf einer sehr strukturellen Ebene schaut, natürlich die Grundfrage, inwieweit unser sehr stark wirtschaftsliberal-kapitalistisches System auch eingehegt werden muss, so dass eben nicht alle Bereiche zur Ware gemacht werden und tatsächlich auch Wirtschaft im ursprünglichen Sinne der Ökonomie, Bedingungen guten Lebens zu schaffen, dem gerecht werden kann. Das heißt, wir haben da eine breite Vielfalt und in dieser Form und Bezugnahme habe ich das noch selten erlebt bei Veranstaltungen und daher
ist so mein soziologischer Blick, dass wenn solche Veranstaltungen in dieser internationalen Vernetztheit stattfinden, ist das schon ein Indikator, dass trotz vielfach, kann man sagen, mühsamen Grassroots-Bewegungen hier schon viel ineinander zusammengekommen ist und viel Koalitionen gebildet wurden und man schon am Weg der Kehrtransformationen ist. Auch wenn der Weg noch weit ist, aber man ist schon am Weg dorthin und das finde ich ist irgendwie ein sehr schönes Zeichen. Das Zweite, was mich hier sehr auch bewegt hat, auch im Nachdenken über diese unterschiedlichen Impulse und Aufmerksamkeiten, was ist eigentlich das Verbindende dieser sehr unterschiedlichen, würde ich jetzt sagen, Kehrbewegungen? Und aus meiner Sicht, ist natürlich auch nur so ein Rinnsal und sehr eingeschränkt, liegt schon ein bestimmtes Bild, ein Menschenbild dahinter, bestimmte Anthropologie, dass wir uns eben bewusst sind, dass nicht sozusagen wir alle selbstbestimmt, autonom, sozusagen Herr und Frau unserer geistigen und physischen Kräfte durch die Welt laufen, alles gestalten können. Das macht einen Teil der Menschen, aber eben auf Kosten der anderen Menschen. Ja? Und Care-Bewegungen haben ein relationales Menschenbild, das völlig sozusagen überzeugt, der Einsicht nachgeht, dass wir von Beginn an aufeinander verwiesen sind. Wir sind alle verletzlich, wir sind aufeinander angewiesen. Es gibt Brüchigkeiten, es ist alles ein bisschen labiler und prekärer. Und Sicherheit und Sorgebeziehungen können wir nur gemeinsam gestalten, im Privaten zusammen mit den strukturellen und auch politischen Dimensionen. Das heißt, das verbindet viele dieser Bewegungen. Das Zweite, was immer stärker und, wie finde ich, sehr bedeutsam in den Blick kommt, dass es natürlich wichtig ist, auf unsere soziale Bezugnahme zu schauen, aber dass dieses menschenzentrierte Verständnis von Care zunehmend aufbricht. Ja. Es ist völlig klar in unseren Erlebnissen auch der letzten Jahre, dass wir sozusagen in Relation zur Natur, zur Umwelt, zur Welt insgesamt in einem ganz anderen Wechselverhältnis stehen und auch die globalen Verwobenheiten sehr stark in den Alltag hineinwirken. Das ist, glaube ich, eine Einsicht, die viele Teilen dieser Care-Bewegungen. Und die dritte ist, dass viele unglaublich engagierte Menschen sich in verschiedensten Bereichen auf den Weg gemacht haben, aber letztlich natürlich, was heute schon mehrfach zu Recht und wichtig markiert wurde, die Frage gestellt wird, wie müssen eigentlich insgesamt die politischen, strukturellen, finanziellen Anerkennungsrahmenbedingungen sich verändern, damit wir als Bürgerin überhaupt in die Rolle kommen, unabhängig unserer sozialen, sozioökonomischen Hintergründe, uns zu beteiligen in Care- und Sorgeprozessen oder eben das auch zu empfangen, als Recht auch vielleicht, ja, dass ich nicht angewiesen bin auf eine sehr fürsorgliche Nachbarin oder Familie, was natürlich toll ist, aber wenn ich das nicht habe, muss ich trotzdem in dieser Rolle sein und die Möglichkeit haben, Sorge zu erfahren. Das heißt, viele dieser Bewegungen, kann man sagen, fragen an, wie schaut es mit diesen Care-Arbeits- und Wirtschaftsregimen in unserer Gesellschaft aus? Offensichtlich ist es zu wenig, innerhalb dieses Rahmens herumzuschrauben und im Kleinen zu versuchen zu verändern. Da kann man viel bewegen, aber wenn wir sozusagen insgesamt verändern von dieser Care-Revolution, von der die Rede war, uns in diese Richtung bewegen wollen, dann braucht es tatsächlich Ideen und Versuche, diesen größeren Rahmen zu verändern. Und als Spannungsfeld, das dahinter steht, würde ich sagen, ist völlig klar, dass wir viele sozusagen in diesen Bewegungen für solidarische Lebensweisen und eben auch Care in all Policies eintreten und gleichzeitig aber ein größerer oder großer Widerstand natürlich auch spürbar wird, weil die Durchökonomisierung, also die Kommodifizierung, das zur Ware machen aller Lebensbereiche bis hinein in die Bildungssysteme, in die Gesundheitssysteme, in alle Care-Bereiche drängt, sodass Menschen, die mit einem sehr, kann man sagen, guten Anliegen und einer Intention in diese Bereiche gehen, eigentlich ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht werden können, weil die Rahmenbedingungen sie daran scheitern lassen. Das heißt, man ist in moralischen Notlagen. Und diese Widerspruchsfelder und auch das Ziel, für solidarische Lebensweisen und Care in all Policies einzutreten, das ist auch etwas, was sozusagen diese unterschiedlichen Care-Bewegungen sehr stark verbindet. Die Überlegungen heute, und deswegen weise ich auch relativ früh darauf hin, weil das inhaltlich ganz gut passt, eben werden an unterschiedlichen Orten in Österreich ja
geführt. Wir als Verein Sorgenetz und Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung versuchen auch immer wieder so Orte zu schaffen, wo wir diese unterschiedlichen Care-Bewegungen aufeinander beziehen. Kurzes Blitzlicht nur, dass wir so ein nächster Ort, ein Symposium in Wien zu Care-Bewegungen für die Demokratisierung der Sorge. Und auf diesem Symposium machen wir eben den Versuch nachzudenken, inwieweit Caring Communities, Initiativen tatsächlich beitragen können und wo hier auch noch die Grenzen sind. Aber das wäre ein schöner Ort, weiter im Dialog und im Gespräch zu sein mit Ihnen. Demokratisierung der Sorge ist ja ein Begriff, der von der Sozialphilosophin und Politikwissenschaftlerin Joan Tronto geprägt wurde, die eben gesagt hat, eigentlich kann man den Demokratisierungsgrad einer Gesellschaft insgesamt daran festmachen, inwieweit, was ich vorher schon erwähnt habe, es tatsächlich möglich ist, dass ich als Bürgerin teilhaben kann an Care-Prozessen und auch empfangen kann. Und wenn man sehr kritisch ausschaut, wo die Möglichkeiten, aber auch Grenzen liegen, sind wir offensichtlich noch etwas am Weg, bis dorthin wirklich von demokratischen Gesellschaften im Sinne von Care zu sprechen. Ja, Caring Communities sind als eine, kann man sagen, Suchbewegung in diesem vielfältigen, jetzt im gesamten deutschsprachigen Raum und auch international am Weg. Aus dem sozialarbeiterischen Bereich heraus, aus der Quartiersentwicklung, aus der Altenhilfe heraus. Viele Initiativen starten auch in der Sorge am Lebensende mit der Frage, wie gelingt es uns eigentlich kreativer, private, familiär, nachbarschaftliche, freundschaftliche Sorgebeziehungen und Potenziale zu beziehen auf professionelle Unterstützungssysteme. Wir müssen hier kommunale, gemeindenahe, kretzelnahe Netzwerke aussehen, damit das gut gestaltet wird, damit es Sicherheit gibt für die Betroffenen und ihre An- und Zugehörigen und Freundinnen-Systeme. Und hier wird deutlich, dass wenn man in diese Richtung denkt, man natürlich mit den bestehenden Strukturen nicht weit kommt, sondern da geht es um neue Vernetzungen. Es geht auch darüber nachzudenken, wie sich neue Wohnformen, hybride Sorgearrangements entwickeln können, die eben dazwischen sind, im dritten Sozialraum, also zwischen dem Privaten und zwischen dem Institutionellen. Hier gibt es vielfältigste, sehr schöne schon Projekte und modellhaft Umsetzungen, aber in der Breite ist das, finde ich, ein wichtiges Thema, auch wenn man über Care-Kulturen in Gesellschaft insgesamt spricht. Eine Tendenz, die man sozusagen kritisch mit Blick auf diese Bewegungen durchaus bemerken kann, ist, dass viele doch, was heute schon angeklungen ist, ein bisschen stark pflegeorientiert sind, was natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist, und sehr stark in Versorgungsangeboten denken. Ne? Und ich denke, wenn man nur in diesen Kategorien denkt, die wir gewohnt sind, die wir eingeübt haben, werden wir vermutlich den neuen Lebens- und Sorgeweisen nicht gerecht werden können. Daher braucht es andere Bilder, auch vielleicht andere Rollen von Profis in diesen kommunalen oder netzwerkartigen Sorgearrangements. Community Health Nurses, die jetzt sehr sozusagen schwungvoll am Weg sind, sind eine wichtige Rolle in diesem Netzwerk, aber eben nur eine wichtige Rolle. Sie können als Einzelpersonen nicht die Koordination und Vernetzung einer gesamten Region übernehmen. Da braucht es eine Aufteilung von Verantwortlichkeiten und Bildern, wie Koordination ko-kreativ gelingen kann in diesen Gemeinden und Umgebungen. Und der zweite Teil, der sozusagen so ein bisschen zu kurz kommt, ist vielfach, dass immer gesprochen wird, welche Zielgruppen möchten wir erreichen. Also man hat ein sehr starkes zielgruppenorientiertes Bild eigentlich bei diesen Entwicklungen und spricht Leute sehr stark als Adressatinnen von Hilfebedarf an. Den gibt es natürlich auch. Wir alle haben über unsere Biografie hinweg unterschiedlichste Sorge- und Hilfebedarfe, aber um Leute zu beteiligen und sie auch wirklich in Mitgestaltung zu bringen, ist natürlich die Frage, was sind die Leidenschaften, was sind die Themen, die euch beschäftigen, was ist euch wichtig einzubringen, was sind die Sehnsüchte vielleicht auch, die ihr habt, was sind die unter Anführungszeichen Helfensneugierden, die ihr kreativ im Blick habt aufgrund eurer Erkenntnisse und Kompetenzen, die Sozial- und Gesundheitsplanung gar nicht am Schirm haben könnte. Das heißt, man muss viel zugehender auf die
Einzelpersonen und auf die Menschen in den jeweiligen Regionen sein und hier eher von den Leidenschaften, gemeinsamen Interessen, Themen und so weiter ausgehen, um dann natürlich auch drauf zu schauen, aber wer ist nicht im Blick, wo gibt es die Sorgebedarfe, was sind vielleicht auch die Grenzen unseres Sozial- und Gesundheitssystems und für wen gibt es vielleicht gar keinen guten Ort in diesen Umgebungen. Das ist natürlich ebenso wichtig. Wenn sozusagen man in so einer Herangehensweise in einen Bezirk geht, in eine Gemeinde geht, in ein Kretzel, in der Nachbarschaft, dann geht es, so wie ich sagen würde, in unseren Lebenserfahrungen entsprechend darum, einfach Räume zu öffnen, wo Menschen sich begegnen, wo man einander erzählt, wo man zuhört, wo man vielleicht auch lernt, wo man Einsichten gewinnt, um daraus dann auch zu verstehen, wer ist exkludiert vielleicht von den Sorgeleistungen, wen haben wir nicht im Blick, wie schauen die Anerkennungskulturen bei uns aus in der Region, was sind die Dinge, die schon großartig laufen, wo man aufbauen kann, wo sozusagen schon Kreatives und Kluges passiert ist, muss man nicht neu erfinden, dort anzusetzen und gemeinsam der Vielfalt der Lebensweisen, wenn man so will, gerecht zu werden in den Planungen, das ist eine dieser großen Herausforderungen, an denen wir auch durchaus auch immer wieder scheitern. Aber auch das gelingt sozusagen, was ganz unten steht auf dieser Folie, nicht überall, nämlich, dass man einerseits diese Alltagskultur, die Beziehungen stärkt, die wechselseitigen vielleicht Bilder von jungen und älteren Menschen, von Menschen, die vielleicht einen Sorgebedarf haben, andere, die sozial vereinsamt sind. Das heißt, es gibt ja ganz unterschiedliche Sorgebedarfe, die einmal zu verstehen und die Lebenssituationen ist die Grundvoraussetzung. Von dem zu starten, hilft dabei vielleicht, Sorgenetze zu stärken, aber idealtypisch wird es natürlich auch gelingen, und das sehe ich auch Caring Communities Initiativen in einer wichtigen Rolle deutlich zu machen, wo es auf politisch-struktureller Ebene andere Planungsformen gibt, auch andere Steuerungsformen. Ja. Ich sage es jetzt nur ein bisschen überspitzt und plakativ und wird natürlich jetzt nicht der Politik gerecht, aber weiterhin in sehr bestimmten Strukturen wie Betten, Einrichtungen, Teams zu denken, wird natürlich zukünftigen Lebensformen nicht ganz gerecht werden und Sorgeformen auch nicht. Das heißt, Teil von politischer Steuerung beispielsweise müsste und könnte dann auch sein, dass man lokal Foren eröffnet, wo man gemeinsam mit den Leuten partizipativer, beteiligungsorientierter arbeitet. Und das passiert ja an manchen Stellen und ist sozusagen so ein bisschen hoffnunggebend. Ja, aber das heißt, nur um da so ein bisschen exemplarisch reinzugehen, es ist eigentlich so in unserer Erfahrung wichtig, mit so einer zuhörenden Haltung reinzugehen, unabhängig jetzt einmal von dem jeweiligen Kontext oder Setting. Das heißt so als Bild, offenes Herz, offenes Ohr, offener Geist. Das ist die Grundhaltung, reinzugehen, um dann zu fragen, wie ist eigentlich die erlebte und gelebte Sorgekultur hier? Wie sieht es bei uns aus? Wie steht es bei uns? Was gelingt schon Großartiges? Was sind Dinge, die vielleicht die Leute gar nicht wissen, wo man vielleicht an Vernetzungen arbeiten kann? Aber man kann auch noch genauer hinschauen. Wie schaut es bei uns aus mit der Achtsamkeit und Gerechtigkeit für andere, für vielleicht uns Fremde und das Ganze? Wann gehört man bei uns dazu in der Region? Ist 20 Jahre zu wenig? Was sind da die sozialen Prozesse, die dorthin führen? Wie geht's bei uns, wie gehen wir um mit strukturell vulnerablen Menschen, die sozusagen vielleicht immobil sind, die eingeschränkt sind, die an der sozialen Teilhabe eingeschränkt sind? Wie gerecht ist es mit der Hilfe- und Sorgeverteilung auch bei uns? Oder auf die Hilfe- und Versorgungsstrukturen explizit zu blicken, wo sind da die versteckten Hilfebedarfe, wo niemand das explizit äußert oder jetzt in eine Einrichtung geht und irgendwie noch Hilfe fragt, sondern die Herausforderung ist ja, Menschen in ihren oft sozialen Isolationen, in den Brüchigkeiten, in auch in Alltagen zu unterstützen, die nicht klassisch, würde ich sagen, zur Hauskrankenpflege, Hausarzt oder eben andere Versorgungsstrukturen aufsuchen. Wie ist das bei uns mit der Nachbarschaft? Gibt es da Vertrauen? Was nährt Vertrauen bei uns in der Nachbarschaft? Was sind Dinge, die vielleicht stärkend sind für Nachbarschaftlichkeit? Was sind aber vielleicht auch die Schattenseiten der Nachbarschaftlichkeit oder die Ambivalenzen zumindest? Wie verschlossen oder offen wohnen wir? Also die Frage, wie Räume zwischen Lebens-
kann man sagen, Wohnungen, wie das aussieht. Ja? Gibt es dort Kommunikationsräume, gemeinsame Räume, wo man ins Gespräch kommt, wo man auch Dinge unternehmen kann, ist ganz was Wichtiges. Das heißt, die gebaute Umwelt, die Architektur, die Raum- und Stadtplanung, was heute ja schon angedeutet wurde, ist eine der wichtigen Kehrentwicklungsperspektiven, die bislang noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Verschiedene Generationen, auch das ist natürlich ein Thema, das sehr wichtig ist, zu schauen, wie die ins Gespräch kommen miteinander. Wie erleben die unterschiedlichen Generationen das? Welche Altersbilder haben wir? Welche Zuschreibungen haben wir? Inwieweit gibt es andere Dimensionen außer Alter und Status, die wichtig und einprägsam sind? Institutionen haben wir heute schon gehört und Organisationen und Unternehmen, ganz wichtig. Wie wird dort umgegangen mit Care, mit Verlust, Sterben, Tod und Trauer? Gibt es eine Kultur in Schulen, in Unternehmen? Wie ist das mit der Einsamkeit? Also solche Fragen können dazu führen, dass man genauer hinschaut, versteht, überlegt, was vielleicht Sinn machen könnte. Und das Schöne und Großartige ist, und das versammelt sich hier und auch draußen am Marktstand, eher nur so ein ganz rudimentärer Ausschnitt eben von Institutionen und Initiativen, die ich jetzt so ganz schnell nur in der Vorbereitung am Schirm hatte. Es wird ja in vielen Orten, werden ja Initiativen gestartet, die nennen sich vielleicht nicht so, arbeiten aber genau in diese Richtung hinein, solidarische Sorgenetze und Gemeinschaften zu stärken, in den Grätzeln, in den Quartieren, von Friedensbüro Graz angefangen, über die Gesundheitsförderungseinrichtungen hier in der Steiermark, lokale Akteurinnen, die Stadtteilarbeit, Nachbarschaftsarbeit machen, in der Sorge am Lebensende, das Winzedorf Hospiz, wo sozusagen sorgende Gemeinschaften in kreativer Weise für Menschen, die obdachlos sind, am Lebensende organisiert werden. Also vielfältige Initiativen, die da sind, auf unterschiedlichen Ebenen, von Nachbarschaftsorientierung, Gesundheitsförderung, Initiativen aus der Behindertenhilfe, aus der Altenhilfe, die sozialraumorientiert, gemeinschaftsorientiert Projekte schon initiieren und wo man viel voneinander lernen kann, bis hin eben zu Aktivitäten, wo Bürgerinnen in der Stadt im öffentlichen Raum Tischgespräche unter diesem Schlagwort von Caring Democracy organisieren, wo man zusammenkommt, gemeinsam trinkt, isst, ins Gespräch kommt und bis hin zu Initiativen wie Fair Sorgen oder auch In Care Chance B, die strukturellen politischen Fragen stellen. Das heißt, die sorgenden Gemeinschaften sind vielfach hier schon da, man braucht nichts neu erfinden, aber eben diese unterschiedliche Gewachsenheit wahrzunehmen, ist vielleicht eine der Kernherausforderungen. Zuhören, Weisheit und Erfahrung heben als erster Schritt ist auf diesem Weg zentral und eben, was ich vorher schon gesagt habe, der Kern ist das nicht zu reduzieren auf Angebote und Versorgungsstrukturen, sondern zu schauen, wie diese unterschiedlichen Menschen, Organisationen, wie das Sorgenetz insgesamt kompetenter, klüger wird, um den Sorgebedarf aufzunehmen. Und da braucht es bei so Initiativen natürlich ein bisschen die Balance zwischen diese Breite der Sorge, also diese Vielfalt auf allen Ebenen im Blick zu haben, aber letztlich ist schon ganz gut, wenn es auch ganz konkrete Dinge gibt, die man sozusagen vor Ort organisiert, damit klar ist, aha, das wird greifbar, das wird spürbar im Alltag. Das sind Veranstaltungen oder auch Initiativen, Aktivitäten, die man gemeinsam angeht. Eine Frage, die uns sehr beschäftigt, ist natürlich die Frage, wie es gelingt, von diesem kurzatmigen Projekt, wie soll man sagen, also mein Gefühl vielleicht so repräsentiert, wir sind in oft einer kurzatmigen Projektentwicklungslogik gefangen, die immer versucht, Dinge in sehr kurzen Entwicklungsbögen zu denken, umzusetzen, also letztlich sehr effizienzorientiert arbeitet. Und gerade in solchen Initiativen oder in Care-Entwicklungsprozessen brauchen wir Aufmerksamkeit für andere Entwicklungs- und Lernprozesse. Das heißt, da geht es eigentlich um fortwährende Kulturentwicklung und nicht um kurzatmige Projektentwicklungen, um hier voranzukommen. Ganz unten, wenn man es noch mal ganz fundamental auf einer sozialethischen oder auch anthropologischen Ebene sieht,
sind wir relativ stark darin, wenn etwas akut passiert, uns zu organisieren im unmittelbaren Umfeld. Das haben wir in den letzten Krisen, wir haben es sehr gut gesehen, da sind wir sehr stark darin, im Bonding, also konkrete Situation, schwere Krankheit oder es ist auch eine Pandemie, unglaublich kreativ und klug organisiert man sich. Das Schwierige, und darin wird sich sozusagen, werden sich diese Initiativen messen müssen, ist, wenn es darum geht, neue Brücken zu schlagen, wo man sich nicht so genau auskennt, wo vielleicht bestimmte Fremdheitserfahrungen da sind, ja? Wo man eben auch nicht so vertraut ist miteinander, zwischen Generationen, zwischen Bevölkerungsgruppen, zwischen Menschen, die einander nicht so vertraut sind. Wenn das gelingt, das ist vielleicht so ein Qualitätszeugnis von Caring Communities. Ein bisschen plakativ auch noch eine zweite so Grundqualität. In der Nächstenliebe, also wenn wir Menschen kennen, wenn man irgendwie miteinander geredet hat, gibt es immer hohe Solidaritäten und Aufmerksamkeit. Wenn das nicht so greifbar ist, gerät das schnell aus dem Blick. Das heißt, neben dieser Nächstenliebe wäre auch so etwas wie Fernstenliebe wichtig, dass wir hier auch darüber nachdenken, wie die bestimmte Organisation von Care, also Stichwort Lift in 24-Stunden-Betreuung, vielleicht auch Auswirkungen hat, international, transnational, wie hier wir miteinander umgehen. Auch das ist eine Perspektive, die eine wichtige Rolle spielt. Ja, das überspringen wir ein bisschen. Ja, vielleicht so zwei konkrete Projekte. Eines, weil es in, sozusagen für uns als Team, das heute hier ist, irgendwie sehr wichtig ist, weil es begonnen hat letztes Jahr in Graz, Caring Living Labs Graz, Gut Leben im Alter, ist eine Initiative, die jetzt einerseits universitär, Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaften, mit initiiert wurde, aber eben in Kooperation mit dem Friedensbüro Graz, die sozusagen Nachbarschaftsunterstützung und Stadtteilentwicklung machen, mit Omega, eine Gesundheitsförderungseinrichtung für Menschen mit Migrationsbiografien, mit dem Migrantinnenbeirat und eben auch mit dem Sozialamt. Und hier ist die Idee, dass wir einerseits in konkreten Nachbarschaften, so wie in Gösting, versuchen, Räume zu öffnen, wo Menschen, die vielleicht eher allein leben oder auch in etwas schwierigen Lebensverhältnissen, miteinander anders ins Gespräch kommen, über das Älterwerden, über das, was ihnen wichtig ist, über Nachbarschaftlichkeit, auch über Fragen, die zu Verlust, Sterben, Tod und Trauer sie beschäftigen. Also so philosophische Tischgespräche beispielsweise. Es werden gemeinsame Aktivitäten gestartet, es beginnen Werkstätten des guten Lebens, wo beteiligungsorientiert versucht wird, Initiativen, Aktivitäten in den konkreten Vierteln dann auch daraus in der Mitgestaltung älterer Bürgerinnen zu entwickeln. Es gibt mit den Migrantinnen-Communities beginnend unterschiedliche Formen im Gespräch zu sein über das, was ihnen wichtig ist, wie sie das erleben, die Sorge, das Älterwerden, das Zusammenleben. Und wir versuchen auch, so auf einer Stadtebene, dort ein Zukunftsforum stattgefunden, so in einer neuen oder interessanten Vernetzung eben darüber nachzudenken, wie eigentlich in der Würdigung der bisherigen Initiativen noch weiter in Richtung alternsgerechte und sorgende Stadt Graz Schritte getan werden können. Das ist sozusagen also ein lokales Projekt und davon gibt es sehr viele mittlerweile auch in Graz von vielen anderen Akteurinnen, die ich vorher schon ein bisschen genannt hatte. In Wien, jetzt waren wir sozusagen Jacomini, Gösting und so weiter, jetzt sind wir in Wien, in der Josefstadt, da wird vom Verein Sorgenetz der Achtsame Achte, eine Projektinitiative getragen, die seit ein paar Jahren am Weg ist und wo auch die Grundidee ist, in einer sehr beteiligungsorientierten Form vor Ort Leute ins Gespräch zu bringen und Menschen und Organisationen anders aufeinander zu beziehen, dass Leute, ältere Menschen, die einsam sind, stärker teilhaben können, dass zwischen den Generationen Beziehungen gestärkt werden, dass Leute, die sich bestimmte Sorgen machen über Themen im Bezirk, dass die adressiert werden können. Das heißt, der Achtsame Achte ist eines dieser Initiativen, die vom Verein Sorgenetz auch mit initiiert und getragen wurde und eben in der Josefstadt
vor allem verantwortet von der Daniela Martosch, die Josefstädterin ist und in der Begleitung von Menschen mit Demenz engagiert ist, und dem Gerd Dressel, der sozusagen Historiker und aus der Erzählcafé-Umgebung kommt. Von denen beiden wird eigentlich so ein sozialer Beteiligungsprozess moderiert, initiiert und auch mit ganz konkreten Umsetzungsbausteinen dann mit den Leuten vor Ort eben umgesetzt. Ein bisschen schlaglichtartig gehe ich sozusagen diese Fotos und Überschriften durch. Also der achtsame Achte unterstützt dabei, dass sich die Leute in unterschiedlicher Weise begegnen, einander erzählen, zuhören, eben auch generationenübergreifend, an ganz unterschiedlichen Orten, von öffentlichen Bereichen bis zum Gemeindebau. Viele gemeinsame Aktivitäten, die gestartet werden, eben mit lokalen Akteuren wie Promenz, wo sozusagen mit Leuten, die oder mit Menschen mit Demenz gemeinsam Boccia-Turniere am Würstelstand veranstaltet werden, beispielsweise, also Generationen-Boccia oder eben Mehrgenerationen-Workshops auch im Volkskundemuseum stattfinden. Es gibt sozusagen viele Orte, wo Mitgestaltung und Mitsprache möglich wird. Bürgerinnenforen, das hat sich im Achten angeboten, das achtsame Achterl, also ein kleines Wortspiel. Und wie es der Zufall so will, in der Josefstadt gibt es einen Stadtheurigen, wo dann das achtsame Achterl stattfindet, aber eben auch an anderen Orten. Es gibt Kümmerkästen verteilt im Bezirk, wo sozusagen die Bürgerinnen ihre Sorgen, Anliegen, aber auch Ideen, Kreativen einbringen können. Es gibt das Sorgetelefon, also viele lokale Initiativen der Mit- und Ansprache. Und es gibt ganz viele andere Dinge noch, aber unter anderem auch so einen Tag der Achtsamkeit, wo an einem Tag im Jahr dann in sehr interaktiver Weise im gesamten Bezirk verteilt 30 bis 50 Aktivitäten stattfinden. Heuer ist das der 10. Juni, wo das wieder erlebbar ist, und in den letzten Jahren war das irgendwie auch sehr schön, wo sich nochmal gebündelt hat, ein bestimmtes Sorgeverständnis und der Sorgekultur in der Josefstadt. Ja, das sind sozusagen so nur kleine Miniaturen und Einblicke, die zeigen, da ist sehr viel möglich, da kann man viel Leute neu vernetzen, man kann sozusagen auch ein bisschen präventiv Einsamkeit vorbeugen, man kann dazu beitragen, dass Mobilität stattfindet, man kann Intergenerationalität stärken, aber was sozusagen schon auch noch die Grenzen sind und wo viel noch Kreativität gefordert ist, das Erreichen der Bürgerinnen in der Vielfalt ihrer Hintergründe ist natürlich auch dort nur bedingt gelungen. Ja? Also die Orte und Ideen, die da kreiert wurden gemeinsam, hat natürlich auch nur bestimmte Bevölkerungsgruppe angesprochen und war für andere durchaus exkludierend. Ja? Also dessen muss man sich bewusst sein, noch genauer hinhören, noch genauer schauen, gemeinsam entwickeln. Aber es ist sowas wie ein bisschen eine lebendige Kultur entstanden in diesem dritten Sozialraum, die eben auch, würde ich sagen, kritisch noch zu stark blinde Flecken auf dieser strukturellen Ebene hat. Man ist so stark beschäftigt in der Initiierung dieser lokalen Initiativen, dass man diese Themen, die heute so im Zentrum stehen, also wie schaut die Verteilung der Care-Arbeit aus, wie schaut die Finanzierung in den unterschiedlichen Care-Kontexten aus, wie schaut die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Care aus, dass die in diesen Initiativen noch unterbeleuchtet sind. Ja. Es gibt so kleine Anknüpfungspunkte und natürlich den Anspruch, aber da ist noch zu wenig konkrete Bezugnahme da. Und das, was eben, wie ich gesagt habe, wirklich eine der Kernqualitäten sein könnte und sollte, ist dieses Beziehungsstiften und Brücken bauen in die unbekannten, also unbekannten fremden scheinbar Umwelten. Aber es, in der Erfahrung der Projekte zeigt sich, es geht nicht um die Frage von Menschen zu erreichen, die schwer erreichbar sind, sondern zu verstehen, wie strukturelle Bedingungen dazu beitragen, dass es Exklusion gibt. Und dann muss man hingehen, man muss anders Vertrauen aufbauen, man muss auch andere Formen finden, wie Hilfe organisiert wird. Das heißt, für Menschen mit Obdachlosigkeit, psychiatrischen Erkrankungen sind natürlich stationäre klassische Angebote nicht der Weg, muss man viel an den Lebensorten sein, ja, dort wo Zeit verbracht wird.
Und das, was wirklich sozusagen sehr wichtig ist, hervorzuheben und bei all diesen Caring Communities Initiativen, dass sie eben ganz klar nicht staatliche Grundversorgung oder Care-Strukturen oder Finanzierung von Professionalität ersetzen, sondern dazu anregen, wie sich das Verändern, Weiterentwickeln vielleicht verändern könnte. Das heißt, der kleine Hinweis auf dieses Büchlein zeigt das nochmal ganz schön, dass auch diese Initiativen, die ja teilweise auch sehr stark ehrenamtlich getragen werden, durchaus Gefahr laufen, instrumentalisiert zu werden politisch. Ja? Dass man sagt, da gibt es eh so engagierte Leute, die kümmern sich schon darum, dass die Sorge- und Pflegelücken geschlossen werden. Das soll und darf es eben nicht sein. Das heißt, es braucht in diesen Initiativen wie auch in anderen Care-Bewegungen sowohl zivilgesellschaftliches Engagement, Grassroots-Bewegungen und die angemessenen finanzierten Care-Strukturen. Und da sind wir sozusagen noch sehr weit am Weg, um diese Care-Strukturen auch in dieser Vieldimensionalität, wie sie heute angesprochen wurde, entwickeln zu können. Das heißt, nochmal, um den Bogen zum Beginn zu spannen, ich denke, so wie der Tag heute konzipiert ist, von der Gesamtorganisation und hier vom lokalen Team, trägt er wahnsinnig dazu bei, dass diese bislang sehr parallel laufenden Care-Bewegungen und Entwicklungen aufeinander bezogen werden. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass wir zu neuen Formen kommen, wie wir unsere Sorge als Gesellschaft überhaupt organisieren und wie wir Alltagskultur und politische Bedingungen zusammenkriegen. Das heißt, dieses gemeinsame in Bewegung sein ist die Grundvoraussetzung, dass Transformation tatsächlich durch das Tun ja schon passiert. Also ihr und wir sind mittendrin und gleichzeitig ist der Weg noch weit, ja, ist ein bisschen ambivalent, aber es passiert schon die Veränderung, genau durch diese Aktivitäten und Konstellationen, zu denen eben dieser Equal Care Day beiträgt. Letztes sozusagen Schlusszitat finde ich irgendwie ganz schön von Max Frisch. Ich weiß nicht, wer seine Fragebögen kennt oder das Fragebögenbüchlein, wo er sehr klug zu unterschiedlichsten existenziellen Lebensbereichen so fragebogenartig eben die Fragen stellt, die zum Nachdenken anregen. Und beim Thema der Transformation und Revolution stellt er folgende Frage. Keine Revolution hat je die Hoffnung derer, die sie gemacht haben, vollkommen erfüllt. Leiten Sie aus dieser Tatsache ab, dass die große Hoffnung lächerlich ist, dass Revolution sich erübrigt, dass nur der Hoffnungslose sich Enttäuschungen erspart? Und was erhoffen Sie sich von solcher Ersparnis? Also mutig in die Revolution und Transformation. Genau, und das sind Orte, wo wir weiter im Gespräch sein können. Symposium, das ich schon gesagt habe. Es gibt im deutschsprachigen Raum ein Netzwerk von Menschen, die sich genau zu diesen Fragen auseinandersetzen, wo völlig offen man online teilnehmen kann. Und wir am Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung haben im Herbst ein schönes Symposium zu Aging in a Caring Society, im Age and Care in Graz zusammendenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Professor Klaus Wegleitner. Kommen wir zu dem Teil, wo wir auch Fragen beantworten können, beziehungsweise auch Fragen stellen können. Es gibt jetzt die Möglichkeit für Sie, auch Fragen zu stellen. Sie sprechen hier heute auch von der Revolution. Wir Menschen tun uns leichter mit der Evolution, uns weiterzuentwickeln. Wir haben heute auch schon gehört, es ist eine Änderung des Mindset notwendig. Sie sagen, wir sind unterwegs. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Wie lange dauert denn so eine Änderung des Mindset, wie sie auch unsere Frau Landesrätin in der Früh angesprochen hat, dass man das auch wirklich manifestiert in den Köpfen der Menschen? Ja, auch das ist irgendwie das nicht so Tröstliche, das lässt sich nicht vorhersagen. Ich glaube, rein soziologisch gesprochen ist es tatsächlich so, dass unsere Zeit und unser Zusammenleben ja von einer sehr großen Ungleichzeitigkeit geprägt ist. Ja. Einerseits haben wir natürlich tradierte Selbstverständnisse, Rollenbilder. Wir haben Versorgungsstrukturen über Jahrzehnte aufgebaut vor dem Hintergrund eines bestimmten Verständnisses, wie Versorgung funktionieren soll und finanziert werden soll.
Und idealtypisch gesprochen müsste man das völlig umorganisieren, ja, damit darin neue Zusammenschlüsse, neue Sorgearrangements sich ergeben können. Und das heißt, aus meiner Sicht ist es wichtig, einerseits sich klar zu sein, dass es schon darum geht, nicht im luftleeren Raum, sondern im Bestehenden die Handlungsmöglichkeiten ein bisschen auszuweiten, ja, und gleichzeitig aber auf dieser fundamentalen strukturpolitischen Ebene die wichtigen Anfragen zu stellen, die heute eben teilweise schon gestellt wurden. Und da wird das dauert. Das ist sozusagen ein langer Entwicklungsprozess. Und das ist sozusagen auch das Tröstliche in Demokratien. Politische Entscheidungs- und Veränderungsprozesse sind vielleicht träge, aber sie werden im besten Fall dann auch mitgetragen, weil es aus den inneren sozusagen Positionierungen, Wertorientierungen, Selbstverständnissen wächst. Und das auf allen Ebenen, sozusagen vom Alltag, Bildungsbereich, Universität, Politik, relativ viel gefordert. Ja. Eben auch von Wissenschaft, beispielsweise, wie sich Wissenschaft in solchen Veränderungsprozessen versteht, die könnte, glaube ich, noch wesentlich gesellschaftsrelevanter und zuhörender sein. Trotzdem muss man sagen, wir können uns jetzt den disruptiven Ansatz nicht leisten, weil das Ganze ja weiterlaufen muss. Genau, also wie gesagt, es gibt sozusagen schrittweise Veränderungsprozesse, und wenn wir bleiben bei den Versorgungsstrukturen, denke ich, dass wir, also jetzt wieder von Österreich gesprochen natürlich, wir haben ja sozusagen schon seit Jahrzehnten die Einsicht, dass sozusagen die getrennte Finanzierung von Sozialgesundheitsbereich, die Sektorenlogiken, dass das nicht so tragfähig ist. Und ich denke schon, dass eben gerade auch in der Steiermark mit handelnden Akteurinnen die Kehr breiter im Blick haben, über Modellprojekte bislang schon einiges gut gelungen ist, und dass über diese Erfahrungen, was gut gelungen ist und wo sozusagen neue Wege hinführen können, durchaus auch dann Entscheidungsprozesse auf einer politischen Ebene anders passieren, aber eben in ihrer Eigenzeitlichkeit. Das heißt, die Herausforderung ist, mit der Eigenzeitlichkeit der Veränderung vor Ort umgehen zu lernen. Also wenn man am Gras zieht, wächst es nicht schneller vermutlich. Und es hat natürlich auch Eigenlogiken und Eigenzeitlichkeiten in politischen Veränderungsprozessen. Dass hier, würde ich sagen, natürlich es davon abhängt, inwieweit auch eine Bereitschaft da ist, über das Bestehende sozusagen auch ein bisschen mutig hinaus zu denken und zu handeln, das ist dann schon oft mit bestimmten personellen Konstellationen verbunden, wo ich aber eben da das Gefühl habe, gerade jetzt an dem Tag gibt es da hohe Kreativität und die Bereitschaft, über die Tellerränder zu schauen. Wenn Sie Fragen haben, und das frage ich jetzt einmal gleich auch in Richtung Publikum hier in Graz, aber auch in Richtung Publikum in unserer Landschaft, ich sehe, da sind einige in unserem Raum. Wenn Sie Fragen haben, Möglichkeit 1, die zu schreiben, Möglichkeit 2, per Hand. Also Sie können uns auch schreiben, aber wenn Sie da sind, ist es leichter, Sie zeigen auf. Tun wir es leichter. Gut, also kurz aufzeigen, ich komme mit dem Mikrofon kurz hin und wir diskutieren dann in dieser Runde weiter, weil das Ganze soll ja auch eine gewisse Interaktion ergeben. Gibt es dazu Themen, gibt es dazu Ansätze? Muss auch keine Frage sein, es ist immer schwierig jetzt eine Frage, es geht auch oft um ein Statement, um einen Impuls, den Sie dalassen können, mit dem wir vielleicht dann, wenn wir den aufgreifen, weiter tun können. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Sorry, das Gute liegt so nahe. Ich hätte nur eine Ergänzung. Diese Nachbarschaftshilfe, diese klassische Plattform, gibt es bereits in der Steiermark mit dem Zeithilfsnetz. Wir haben auch einen eigenen Stand da, wo es darum geht, dass man alltägliche Hilfestellungen austauscht. Und es geht nicht nur darum, dass man ältere Generationen einbindet, die jetzt womöglich auf Hilfe angewiesen sind, sondern auch die Jugend binden wir ein. Das ist insofern wichtig, weil das auch gut für das Image der Jugend ist. Es gibt so viele hilfsbereite Jugendliche in der Steiermark, und wir versuchen sie wirklich aktiv auch einzubinden. Man kann über Generationen auch voneinander lernen, und das ist uns ganz, ganz wichtig. Dankeschön, super Statement. Gleich einmal die Frage. Die Jugend ist angesprochen worden. Die nächsten Generationen, die nächste Generation, die jetzt auf uns zukommt, tickt die wieder auch ein bisschen anders als die, die jetzt dann irgendwann einmal so mit den Babyboomern, zu denen ich mich zählen darf, aber schon langsam auch von der Bühne abtritt? Ja, man neigt ja dazu, eben kulturpessimistisch zu sein und zu denken, na, die Jugend beschäftigt sich nur mal mit den digitalen Medien und ist individualisiert. Aber wie Sie ja richtig beschreiben, in der
sozusagen man sieht, die Engagementbereitschaft ist sehr hoch bei jungen Menschen. Nur verändert sie sich sozusagen, in welchen Strukturen Engagement eingebracht wird. Das heißt, sehr langfristige, an der Organisation gebundene Engagements beispielsweise sind schwierig für junge Menschen. Es braucht andere Formen des Engagements. Und also ich würde sagen, auch gerade in der Corona-Zeit hat man gesehen, inwieweit junge Menschen in sehr kurzer Zeit lokal im eigenen Haus, im eigenen Grätzl unglaublich großartige Hilfe organisiert haben, bis hin zu Zaungesprächen, Brieffreundschaften und so weiter. Das heißt, die Engagementbereitschafts- und Helfensneugierde ist sehr groß und bin ich ganz eben dabei und kann das nur unterstützen, was ich gesagt habe. Ja. Hat das Engagement der jungen Menschen vielleicht auch mit der sinnstiftenden Tätigkeit zu tun? Das heißt, muss der junge Mensch irgendwie dorthin gebracht werden, wo er versteht, okay, das ist jetzt auch ein Teil der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, da kann ich was beitragen dazu? Ja, man muss junge Menschen gar nicht wohin bringen, sondern wir alle, würde ich sagen, das ist ein bisschen altersunabhängig, haben wir existenzielle Sinnfragen und haben irgendwie den Bedarf, dass das, was wir tun, sei es jetzt beruflich, bildungsmäßig oder ehrenamtlich, Sinn stiftet und mich irgendwie bereichert. Und das ist natürlich bei jungen Menschen auch so ausgeprägt, was wir in bestimmten Projekten eben tatsächlich als bemerkenswert gesehen haben, dass junge Menschen das sehr reflektiert machen. Ja? Also sie machen das sehr reflektiert und sagen, diese Erfahrung, die ich da mache, diese existenziellen Sorgeerfahrung oder Unterstützung, das prägt mich so, das bereichert mich. Und das wäre schön, wenn das auch andere Anerkennungsformen in der Gesellschaft dafür gäbe, wenn man sich so engagiert. Und dass man eben doch, und das ist sozusagen der zweite Punkt, in gewisser Weise ein bisschen einen Andersort oder eine Gegenwelt erlebt zu, würde ich jetzt sagen, so diesen betriebsamen, konsumorientierten betriebswirtschaftlichen Lauf, wo junge Menschen, würde ich sagen, sehr kritisch sind, ja, sowohl was das Hinterfragen unserer Wirtschaftssysteme betrifft, was auch unseren Umgang natürlich mit der Umwelt und so weiter betrifft. Das heißt, politische Aufmerksamkeit und Engagement ist sehr viel da und da können wir Älteren sozusagen durchaus auch lernen. Und umgekehrt ist sozusagen auch die Frage, wie das Lebenswissen und die Lebenserfahrungen von älteren Menschen, sowohl im Privaten wie auch in den Sorgeerfahrungen, eigentlich viel stärker eine Bereicherung sein könnte für uns alle. Ja, weil Menschen, die sozusagen familiär, beruflich und dann vielleicht auch noch sehr existenzielle Pflegeerfahrungen hatten, die schauen anders aufs Leben, ja, die können einem was mitgeben und das wird viel zu wenig stark auch wahrgenommen. Ne? Könnte dann der Stellenwert der Care-Biografie, den wir heute auch schon einmal gehört haben, könnte der einen höheren Stellenwert bekommen? Finde ich absolut sozusagen eine schöne Spur, eigentlich darüber nachzudenken, über was definieren wir spätmoderne Menschen einen gelungenen Lebensentwurf. Ja, der ist momentan sehr geknüpft an Erwerbsarbeit, an bestimmte idealtypische Vorstellungen, was ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft und ein produktives ausmacht. Und da müssen wir zu anderen Bildern und Erzählungen kommen, die unseren biografischen Brüchigkeiten, sozusagen dem Ringen um das, wie man den Alltag gestaltet, was uns alle betrifft, ja, auch wenn wir da im Sakko und Anzug stehen, aber betrifft uns alle, also dass wir dem irgendwie näher kommen. Haben Sie, danke für den Input, haben Sie auch einen Input dann? Mit dem Mikrofon. Nein, ich habe keinen Input, ich habe eine Frage. Und zwar, noch besser. Wie kann man das möglich machen, dass man mit Anliegen, die sich aus der Gruppenarbeit ergeben oder Forderungen, schneller an diese Stellen kommt, wo das auch weitergeht? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das meistens oder sehr oft mit der Lesebestätigung des E-Mails endet und dass man dann eigentlich nicht wirklich vorwärts kommt, weil man lauernd im Kreis rennt und nirgends Antworten bekommt. Der Herr Illig ist schon glücklich, wenn er Lesebestätigung kriegt. Oft gibt es nicht einmal die, das muss man auch sagen. Also, ja. Ja, eben, ich kenne den Zusammenhang jetzt nicht ganz, aber ich kann ja sozusagen aus diesen Initiativen, die ich so beobachtet habe. Also wie kommt man vom Reden ins Tun? Oder wie kommt man? Ich glaube, es hängt schon davon ab, dass wenn man Orte schafft, wo man Leute zusammenbringt, darüber nachzudenken, dann muss es Leute geben, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass das auch umgesetzt wird. Das hat viel zu tun mit der Frage, wie man einen solchen Prozess moderiert und auch selbst als Wissenschaftler, als Begleiter, als sozusagen Vernetzer sich auch in seiner Verantwortung ernst nimmt und das nicht irgendwie abarbeitet, sondern wirklich mit Verantwortlichkeit übernimmt und
persönliche, sozusagen zu den Personen, die ihre Lebenszeit investieren, aber auch natürlich zu den Institutionen und Organisationen ein Bild gewinnt, das ist unsere Verantwortung, wenn wir das in Gang setzen. Und da denke ich, da gibt es viel Luft nach oben, ja, und viele Projekte eben setzen das in Gang, wird viel Kreatives gemacht, aber es muss eben im Sinne jetzt auch eines kontinuierlichen Nachhaltigen die Mitverantwortlichkeit da sein, und das sind eben so wissenschaftliche begleitende Rollen oder Vernetzerinnen sehr gefragt, auch in ihrem Selbstverständnis. Ja. Aber Sie können nicht überall sein. Absolut. Ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, alles zu übernehmen, aber es geht darum, zu ermöglichen in verbindlichem Maße. Und ich glaube, auch zu Einschätzungen zu kommen, was ist lokal jetzt anstehend möglich, was könnte realistischer nächster Schritt sein, und wir unterstützen euch dabei. Ja. Nicht alles gleichzeitig, mit dem nächsten beginnen. Und manchmal ist dann halt auch Geduld gefragt, auch wenn wir uns dann oft sehr schwer tun, wenn wir sagen, jetzt haben wir das angestoßen und es geht nichts weiter. Und wie gesagt, die Lesebestätigung allein ist halt sehr wenig. Kurz auf die Uhr geschaut, um 12.30 Uhr hätten wir ohnehin dann Marktplatz plus ab 13 Uhr Mittagspause vorgesehen. Gibt es noch eine Frage hier? Okay, zweimal. Ich hole die vordere ab und du bitte die hintere. Und wir holen beide Fragen einmal ab und gehen dann an eine Antwort. Bitte. Dankeschön. Meine Frage ist, wie bringen wir dieses Thema Caring Communities in die Gemeinden und in die Stadtviertel rein? Und meine Frage geht jetzt an den Oliver Zeisberger. Welche Verantwortung haben da die Medien? Ja, gute Frage vielleicht, aber komme ich gleich dazu. Holen wir uns noch die zweite Frage ab und gehen dann in eine Antwortrunde. Hallo. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Folie mit Empathie gesehen habe, die dann sehr schnell wieder weg war. Und für mich als Mental- und Empathietrainer ist es sehr wichtig, auch mitzuteilen, dass die Empathie einfach die Grundlage ist, dass wir miteinander gut kommunizieren und dann auch auf den anderen eingehen können. Und das hat mich sehr gefreut, dass die Folie da ist. Und dass da vielleicht in Zukunft einfach mehr geschaut wird drauf. Danke. Wenn man Freude auslösen konnte, ist doch schön. Ja. Gut. Ich würde sagen, ambivalente Freude. Sie war kurz da. Aber eben, kurze Antwort dazu. Ja, bitte, gerne. Was da nämlich tatsächlich das wirklich sehr Zentrale ist, dass sozusagen sich Forscherinnen und Teams damit auseinandergesetzt haben, was führt eigentlich dazu, dass wir uns als Gesellschaft in eine Vision hineinentwickeln. Ja? Und die Grundvoraussetzung ist, dass wir uns als Empathiegemeinschaft wahrnehmen, also dass wir Zugehörigkeit haben, dass wir gehört werden, dass wir im besten Fall spurenelementemäßig das Gegenüber in ihren Lebensbedingungen verstehen lernen. Ja? Und wenn das geschieht, ist Care eher möglich und ist auch Veränderung und gemeinsame Entscheidung möglich. Das heißt, für Entscheidungsprozesse ist vorher diese Empathiegemeinschaft eigentlich die Voraussetzung. Ja? Okay, wie bringen wir diese Caring Communities in die Gemeinden hinein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war so die Frage. Wie schaffen Fangen wir Sie das? Fangen Sie mal mit den Medien an. Ich fange mit Medien an, okay, dann machen wir das so. Medien haben eine große Verantwortung. Allerdings, jetzt muss ich gleich einmal ausholen, wir leben in einer Zeit, wo alles immer schneller, immer kürzer, immer hektischer wird. Und eigentlich geht es da darum, Tempo rauszunehmen einmal, sich zu besinnen und einmal zu schauen, wo kann man strukturell arbeiten. Medien haben den Auftrag zu informieren, ja. Medien haben nicht den Auftrag, Dinge zu verändern. Man kann über die Information natürlich Dinge verändern, kein Thema. Aber Medien haben, glaube ich, dann oder spielen dann eine Rolle, wenn es darum geht, Dinge aufzuzeigen, die vielleicht falsch laufen, die man vielleicht auch ändern müsste. Und ich denke mir jetzt gerade an die massive Berichterstattung älter werdender Generationen, wie kommen wir mit dem Pflegebedarf und so weiter. Da wird ja massiv darüber berichtet. Aber es gibt jetzt kaum Berichte über Lösungswege und Lösungsmöglichkeiten. Gerade was diese Caring Communities angeht, muss ich auch ganz offen sagen, die sind medial noch eigentlich gar nicht aufgeschlagen. Medien sind jetzt aber per se nicht so, dass sie jetzt Themen recherchieren und sagen, das machen wir jetzt zum großen Thema, sondern das muss aber in der Gesellschaft da sein, dass man medial darauf aufspringt. Heißt jetzt im Klartext, ich glaube, dass dieses
Thema in der Gesellschaft ankommen muss, und das ist jetzt auch so ein zweischneidiges Schwert, um medial wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite wird es in der Gesellschaft wahrgenommen, wenn es medial verbreitet wird. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, auch gute Beispiele und müssen mit diesen Beispielen an die Medien gehen. Und ich werde immer wieder gefragt, also ich habe ja eine Firma für strategische Kommunikation, und mir fragen immer ganz viele Leute, sagen, wie komme ich in die Medien? Sage ich, wofür willst du das? Was willst du damit bewirken? Was willst du erreichen? Und die Geschichte ist schon, du kommst in die Medien mit etwas Besonderem, mit einer besonderen Geschichte. Vielleicht hast du einen Lösungsweg, den andere noch nicht haben oder hatten oder aufgezeigt haben. Aber es ist ein mühsamer Weg in einer Zeit, wo immer mehr in die Medien wollen, wo das in die Medien kommen immer professioneller wird, muss man auch dazu sagen. Da kommst du als kleiner Verein oder wie auch immer ganz, ganz, ganz schwierig vor. Und wenn, und das ist jetzt mein einziger Hinweis, wenn, dann nur über den emotionalen Ansatz. Der emotionale Ansatz, um in die Medien zu kommen, ist einfach der, erzählt eine gute Geschichte, erzählt, was passiert ist. Das war nicht zufällig, dass die Frau Hascherti im Hauptvortrag eine Geschichte erzählt hat. Das hat sie gut gemacht. Sie hat die Geschichte erzählt von Anfang an bis zum Schluss, hat die Geschichte zum Schluss abgesetzt, hat eine schöne Klammer gemacht und über die Geschichte Inhalte transportiert. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass der Verein Achterl habe ich mal gemerkt, der Achte, dass der Verein da über möglichst viele Initiativen auffällt, sondern über eine Initiative, die etwas bewegt, bewirkt und Emotionen ausgelöst hat. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wie man auch in die Medien kommt. Mehr kann Ihnen an der Stelle gar nicht sagen. Und ja, Verantwortung haben die Medien sehr wohl, aber ich glaube auch, dass wir Verantwortung haben, Ihnen diese Bringschuld, nämlich Ihnen das anzubieten. Und wenn man es 10-mal anbietet, wird es vielleicht einmal genommen. Das ist meine Hoffnung. Kurze Frage noch, eine Antwort und dann sind wir in der Pause. Professor Wegleitner, für den tollen Vortrag, der sehr nah am Menschen war, fand ich. Und um die Frage der Dame da vorne zu beantworten, wir haben bereits die Möglichkeit, in der Gemeinde durch Community Nursing nah am Menschen zu sein. Und ich darf hier sprechen, stellvertretend für meine Kolleginnen, die hier um mich rum sind. Und wir haben mit diesem Projekt jetzt die Möglichkeit, schon seit einem Jahr nah am Menschen zu sein. Und die vielfältigen Angebote, die die Steiermark wirklich bietet, als Türöffner zu den Leuten nach Hause reinzubringen. Und das gelingt sehr gut und das muss noch viel bekannter werden, damit es auch weitergeht. Community Nursing, ein sehr gutes, ein sehr positives Beispiel, das definitiv gerade jetzt in dieser Zeit mangelnder Pflegekräfte sicherlich auch eins ist, das die Medien gerne aufnehmen. Eine Frage, die noch offen geblieben ist, wie bringen wir es in die Gemeinden hinein? Community Nursing ist vielleicht eine Antwort. Ich denke schon, dieser Hinweis, was sind die richtigen Geschichten der Caring Communities, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, nicht nur Richtung Medien, sondern in alle Richtungen. Und eben das Glück ist, dass einerseits über diese Community Nursings Initiative momentan sehr viel Aufmerksamkeit und sehr kompetente Leute einfach jetzt in den Regionen sind, um dort zu vernetzen, die Akteurinnen, und das schon, wie man hier in der Steiermark sieht, auf politischer Ebene Caring Communities ein Thema ist. Also wenn man von fürsorglicher Steiermark oder Gemeinde oder Unternehmen spricht, das ist schon eine sehr starke Ansage und weist schon sehr über das hinaus, was wir bislang kannten. Und es gibt eben auch sozusagen auf der Förderebene sowohl vom Sozialministerium als auch von Vorgesundes Österreich und anderen laufende Initiativen. Das heißt, es wird greifbarer werden, und wenn noch die richtigen Geschichten dazukommen, dann werden wir es auch medial verbreiten können. Genau. Wir haben eine ganz schnelle Frage hier. Ich habe hier eine Frage an den Herrn Professor Wegleitner aus der Landschaft. Welches Potenzial könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Ja, ich meine, da gibt es ja ein bisschen Schattierungen, aber grundsätzlich finde ich, dass das schon die Grundidee sehr viel Potenzial hat, weil wir generell darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Lebenszeiten verteilen. Ja? Und wo können sich Care-Biografien entwickeln, wenn sie nicht im Widerspruch stehen wollen zu anderen biografischen Anteilen. Das heißt, Arbeitszeitreduktion insgesamt und das bedingungslose Grundeinkommen sind durchaus Elemente in der Zukunft, die, glaube ich, insgesamt den größeren Rahmen verändern würden. Also finde ich eine gute Spur. Bevor wir die Spur in den Marktplatz hinaus haben, eine ganz schnelle Frage noch bitte.
keine Frage. Eine ganz schnelle Lösung als Angebot der Spur. Wir bieten österreichweit die Zertifizierung familienfreundliche Gemeinde an von der Republik Österreich für alle Lebensphasen in allen Handlungsfeldern. Also wenn man was in die Gemeinden reinbringen will, für Jugendliche, für Alter, für Caring, einfach schauen, ob die eigene Gemeinde zertifiziert ist, sich beteiligen, wenn sie es noch nicht ist. Wir haben draußen einen Stand und freuen uns mit über 600 Gemeinden, wenn wir da weiter dafür arbeiten dürfen. Vielen herzlichen Dank. Also auch sichtbar werden, das war mein Eingangsstatement, sichtbar werden, sich vernetzen, größer machen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, also wir haben jetzt den Marktplatz bis 13 Uhr. Wer Mittagessen gehen will, von 13 bis 14 Uhr Mittagessen. Um 14 Uhr geht es hier herinnen wieder weiter mit unserem nächsten Programm, das wir wieder in die Landschaft streamen. Mit einem Applaus sagen wir Dankeschön für Ihre Zeit, danke für Ihre Vorträge. Schöne Zeit am Marktplatz und ja, bis 14 Uhr sind wir wieder hier. Danke.